Ein sonderbarer Schatten schwebt im orangenen Licht. Was könnte er bedeuten? Ja. So, jetzt mal ganz kurz. Es könnte sein, dass da noch mehr Öllampen sind. Ich habe natürlich nichts zum Schreiben, jedoch habe ich. Vielleicht schreibe ich mir das jetzt umsonst auf. So, 2 gleich blau. 3 rot. Die haben wir ja schon angezündet. 4 ist lila. Das Orange haben wir auch schon angezündet. Das wäre die 5. Und das 6 wäre grün. Vielleicht ist das hier gerade Kuddelmuddel, was ich hier aufgeschrieben habe. Müssen wir einfach weiter beobachten. Ah ja, hier ist irgendwo jetzt diese Rotzspinne. Wie, die ist tot? Die ist doch nicht tot, oder? Und die kann ich hoffentlich zertreten. Puh, ihr ekligen. Ich weiß nicht, ist die wirklich tot? Anscheinend schon. So, hier finden wir Schrotflintenmunition, was mir. Oh, scheiße. Die sind alle leer. Hier liegt jetzt so viel rum. Was ein bisschen unvorteilhaft ist. Aber. Hier hätten wir jetzt schon die grüne Pflanze, Öllampe. Kann ich die auch wieder ausmachen? Ich werde die erstmal alle anzünden. Ein sonderbarer Schattenschild im grünen Licht. Nein, den möchte ich nicht haben. Ich möchte eher dieses Buch. Das rote Buch. Untersuchen. Machen wir das Ding mal auf. Nichts. Die Seiten sind alle leer. Gibt es dafür eine besondere Verwendung? Tja. Mit rotem Einband. Vielleicht will ich das Einband auch einfach mal. Sagt mir jetzt hier nichts, ne? Diese Spinne da. So. Gut, da müsste aber doch noch irgendwo Lampen sein. Und zwar in diesem Raum. So, kann ich die Dinger irgendwie wieder ausmachen? Nehme ich hier einfach nochmal. Nee, wenn sie brennen, dann brennen sie. So, hier ist das Auge schon total ausgefüllt. Und hier war das Auge, glaube ich, komplett leer. Mehr Lampen gibt es hier drin aber gar nicht. Und da ist schon. Aber warte mal, ne, das ist ein Aschenbecher. Aber kann ich denn hier nicht irgendwie. Kann ich hier irgendwas machen? Vielleicht. Keine Ahnung. Jetzt stehe ich aber ganz schön auf dem Schlauch hier, weil ich absolut null Ahnung habe, was ich machen soll. Kann hier auch keinen Kö nehmen oder irgendwas zum Spielen, dass ich jetzt. Ne, gar nichts. Gitarrenkasten ist leer. Das hatten wir ja schon. Die Spinnen sind alle tot. Hier unten habe ich auch alles durchsucht, außer die Fässer hier jetzt. Ein Haufen großer Fässer. Dass es hier nichts zu holen gibt, war klar. Ja, die grüne Lampe
schreibe mir mal gerade auf. Grün, das Auge ist. Ich mache mir das Auge einfach mal auf, ohne alles. So, oben war orange, das war mit der Iris oder also mit dieser Pupille halt. Und das erste war rot mit diesen zwei Strichen oben. Vielleicht hat das ja doch irgendwas zu sagen. Ich will mich jetzt hier dann nicht allzu lange aufhalten, denn wir haben ja noch den Kontrollschlüssel. Kontrollzentrumschlüssel. Genau, und hier von den Tellern. Trennwand, nein. Hier gab es auch nichts weiter. Ich gucke nochmal hier in der Ecke, ob ich hier was wegnehmen kann. Die Leiter oder was? Ne, dieser billige Fusel und so. Gut, gehen wir hier erstmal weg. Guck mal, ob wir mit dem Kontrollschlüssel eventuell ja zum Hochspannungsraum zum Beispiel kommen. Ich könnte aber auch mal kurz auf der Karte gucken. Ich sehe zum Beispiel, dass hier überall noch was offen ist. Na egal. Ich gehe jetzt nochmal hier lang und gucke, wie weit ich hier komme und hoffe, dass die Bienen weg sind, die wir da hier vor kurzem freigelassen haben. Oder Wespen, was auch immer. Sind für mich dieselben Viecher alles. Wenn sie stechen, tut's weh. Hören tue sie noch, aber sehen tue sie gerade nicht. Och, jetzt sehe ich sie auch noch. Dann gehe ich mal, die Tür ist verschlossen, auf steht Galerie. Einen Galerieschlüssel habe ich nicht, sonst hätte der den aber auch verwendet. Vielleicht hätte ich auch mal die Schrotflintenmunition wegpacken sollen. Dann hätte ich jetzt einen Platz in meinem Inventar. Aber wie gesagt, vielleicht ist der Hochspannungsraum, ja, der Kontrollraum. Aber warte mal gerade. Ne, klar, hier geht's ja nach unten. Genau, hier geht's nach unten. Da war ich wieder schneller, als ich lesen konnte. Aber warte mal, hier, das war doch auch... Ah ne, die ist von der anderen Seite verschlossen. Gibt's also gerade keinen Weg hin. Ja, dann bleibt jetzt eigentlich nur noch diese eine einzige Tür. Und dazu müsste ich nochmal nach draußen gehen. Ob da nicht irgendwo noch was ist. So, Vorsicht vor diesem ätzenden Haifisch. Ich glaube, es reicht, wenn ich hier außen lang weiter marschiere, ne? Da ist es. Da unten ist es. Oh ja. Bitte, 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 geh auf. Ja, perfekt. Somit haben wir wieder einen Platz frei. Wir haben ein paar Schuss. Ja, dürfte eigentlich gut gehen. First Aid habe ich dabei. Und zumindest auf den ersten Blick kein Zombie im Raum. So. Die Warnlampe deutet auf einen Notfall hin. Nein, echt? Uiuiui. Ist ja nicht so, dass hier alles unter Wasser ist und so, ne? So, boah, das Ding jetzt mal schocken hier irgendwie. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass der daher einfach mal... Oh, eine Fehlermeldung wird angezeigt. Beim Ablassen des Wassers muss etwas schiefgegangen sein. Da ist ein Schalter zum Ablassen des Wassers. Drücken, wenn da was schiefgelaufen ist. Ich lasse es mal gerade und gucke mich erst um, bevor ich das mache. Und da zum Beispiel ist ein Plan, der uns vielleicht ein bisschen weiterhilft jetzt. Oder vielleicht auch einfach nicht. Vorsicht, falls der Öldruck fällt, Ventil öffnen. Das ist eine Karte vom Aquaring. Ach, super, dass ich dafür eine extra Karte brauche. Ich bin ja... Achso, Keller 2. Da, wo ich gerade bin. Naja, gut. Naja, habe ich eine Karte. Auch schön. Wie gesagt, ich gucke jetzt erstmal.
Ein Öldruckregler. Sie brauchen den Öldruck jetzt nicht zu ändern. Aber nachher, ne? So, und hier werde ich wahrscheinlich nicht reinkommen, dann ist alles unter Wasser. Die Tür wird durch den Druck des Wassers geschlossen gehalten. Ja. Gut, dann gehen wir's an. Und ich bin echt gespannt, was jetzt genau passiert. So, ja, ich möchte. So, jetzt kann ich wahrscheinlich gewone-hitted werden, sozusagen. Öldruckregler, sie brauchen den. Wie, den brauche ich nicht ändern. Sollten sonst machen? Scheiße, was mache ich jetzt? Fehler, ablassen kann nicht fortgesetzt werden. Das ist ein Steuerhebel für die Druckkammer. Er lässt sich erst verstellen, wenn der Sicherheitsmechanismus gelöst ist. Ja. Wo ist denn dieser fucking Sicherheitsmechanismus? Ich werde draufgehen, so eine Scheiße. Los, Öldruckregler, warum nicht? Fuck hier. Keine Ahnung, was ich machen muss hier. Ja, das ist mir schon bewusst, alles hier. Ach, ich werde drauf gehen. Ja. Die Druckkammer ist verschlossen. Ah, ich bin viel zu spät dran hier. Die Druckkammer wurde gelöst. Jetzt muss ich da dran. Hier. Das ist ein Steuerhebel für die Druckkammer. Umlegen, ja. Öldruckabfall. Stellen Sie den Öldruck wieder her. Lösen Sie den. Die. Ach du Scheiße. Ich will die Scheiße nicht mal wieder von vorne machen. Nein! Welchen Schalter drücken? Zwei, keine Ahnung. Nichts passiert. Nein! Oh, mal die drei. Nichts passiert. Ach, jetzt leck mich doch am Arsch hier. Und wieder zurück. Und die ganze Scheiße wieder von vorne. Ey! Ah, diese Steuerung, die kotzt mich gerade an hier. Nein! Halt dein Maul und geh da hinten hin, Mann. Komm, komm, ganz runter, ganz runter, ganz runter. Alter, was ein Drecksscheiß hier. Wo kommt er denn jetzt rein? Hinten an der Scheibe? Das Wasser wurde vollständig abgelassen. Boah. Eieiei, leck mich am Arsch. Was war denn das jetzt für hier? Headfuck, ey. Nichtsdestotrotz, ich habe irgendwie die Befürchtung, dass das Schlimmste noch auf mich zukommt. Ja, hier sieht es ja aus. Komme ich hier gleich rein? Ja, komme ich. Will ich da rein? Ich weiß nicht. Da liegt irgendwas Spannendes, Munition oder so. Magnum. Nein, gerade nicht. Gerade nicht. Denn. Nein, na. So, da komme ich hoch.
hoch. Ich versuche nochmal kurz hinten den Raum einfach durchzuchecken. Ich glaube, weiter ist da aber nichts. Ach doch, da ist noch eine Tür. Mir scheint es nichts Nützliches zu geben. Außer die Munition, die vor meinen Füßen liegt. Ach ja, kann ich machen, denn habe ich ja schon in der Tasche. So, wir finden viel Munition. Was eigentlich auf viele Gegner hinweisen sollte. So, ja, ich glaube, wir sind jetzt wieder unten. Da muss doch irgendwo der Hai liegen. Nehmen wir den mal. Verliert kein Blut. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass der mich gleich irgendwie angreift, wenn ich hier oben stehe. Und dann in dieses glitzernde Ding da gehe. Ja. Nein. Warum denn nicht direkt so? So viel Munition jetzt verballert, wahrscheinlich umsonst. Scheiße. Da. Fick dich selbst. Fick dich selbst.